To the Roots, back to Rebuild. Servus Leute und willkommen zur nächsten Folge von Rebuild. In der Stadt halten wir uns gar nicht mehr lange auf, weil wir gleich in die nächste Stadt weitergehen. Und ja, schauen wir mal, was uns an Story erwartet, würde ich mal sagen. Wir sind schon am 9. November 2019, das heißt, wir haben nicht so lange in dieser Stadt verbracht, wie ich dachte. The Church of the Chosen Ones are bound to have more enclaves. Oh Gott, ich will da eigentlich überhaupt nicht hin. Das sind nur mehr von diesen Wahnsinnigen. Ja, 125 Tage haben wir gebraucht, ist nicht mal so lang. Continue. Bei uns geht's jetzt als nächstes nach Castlegar. Der Stadtname gefällt mir mal gar nicht. Da gibt's viele Mac-Noodles. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm, ich mag Ramen. And a Graveyard. Ist der Connection? Naja, bestimmt. Mac-Noodles führen zu Graveyards. Ja, jetzt wisst ihr's. Marketing-Gag. So, also, City-Name, Necoville. Ich mag Katzen. Wer es noch nicht bis jetzt gemerkt hat, ich mag immer noch Katzen. Okay, und ab zum nächsten Tag, beziehungsweise zum ersten Tag. Meine Ersteinstellung, so. Meine Lieblingseinstellung natürlich als allererstes, und zwar tagsweise, den Rhythmus verbauen, denn nur so kommen wir ernsthaft vorwärts, weil alles andere ist wirklich schwer zu managen. Vielleicht mache ich später mal nochmal ein, zwei Matches mit der anderen Einstellung auf der Hälfte der Geschwindigkeit. Aber das kostet einem wirklich Nerven, das habe ich nämlich mal in einem Übungsgame hier, da es auch ein Quick-Match einfach gibt, probiert und ich bin gescheitert. Es ist wirklich extrem anstrengend, weil halt alles permanent gleichzeitig läuft und nicht immer Runde, Runde, Runde. Wirklich schwer. Gut, rekrutieren ist jetzt, glaube ich, gerade eine echt blöde Idee, weil wir nicht mal die Häuser dafür haben. Doch, zwei Häuser und minus 1,5 Food per Day. Okay, minus 1,5 Food per Day. Das bedeutet, wir benötigen erstmal Food und Häuser. Wir haben weder noch hier in der direkten Nähe, außer hier eine Kirche und, wobei, Fields haben wir sogar. Machen wir hier Fields, dann klären wir hier alles und rekrutieren die da schon mal. Okay, ab dafür. Nächste Runde. Irgendjemand wurde natürlich verletzt, nicht gut. Und wir haben zwei Überlebende, wo wir uns aussuchen können, was sie werden. Und die werden dann, beziehungsweise er wird ein Soldier. Weil Soldiers brauchen wir jetzt, glaube ich, im Moment am meisten. Dann holst du bitte das zurück. Du holst die Kirche zurück. Und dann müssen wir uns Richtung Apartments weiterarbeiten. Das heißt, hier wäre es ganz schön, wenn wir das haben. Und da unten wäre ein Platz für drei Überlebende. Aber wir müssten einen Umweg über die Friedhöfe gehen. Aber das machen wir doch gleich mal. Mein ersten Schritt, erstmal zu schauen, welche Fraktionen es hier gibt, habe ich noch gar nicht gemacht. Bis jetzt nur vier verschiedene Stück. Das ist nicht viel, besonders da einer davon ja Gustav sein wird. Ja, damit kann ich leben. Ab zum nächsten Tag. Dann darf UK gleich hier die Häuser einnehmen. Nochmal zum nächsten Tag. Eine Zombie-Armee greift an, aber das ist nur egal. Ab zum nächsten Tag. Dann, nächster Schritt, das einnehmen und hier Zombies töten. Genauso wie wir als nächstes mit ihm das da einnehmen. So. Die Zombies greifen an, aber ein extrem geringes Risiko, also passt alles. Und der Tag wurde damit auch geschafft. Wir haben hier unten noch Überlebende. Jetzt haben wir überall Überlebende. Normalerweise gut, im Moment schlecht, weil wir nicht genug Häuser haben, wenn ich das richtig sehe, oder? Er hat 2 von 8. Das heißt, wir rekrutieren erstmal noch die Leute und machen uns dann auf der Suche nach noch mehr Häusern. Ich weiß nur gerade nicht, wo. Hier wären noch zwei, aber dann müssten wir wieder über einen nutzlosen Shop gehen. Oder das da. Bietet das wenigstens Hausplatz? Nee. Nee. Ja, wird wohl das werden müssen, okay. Wir haben bis jetzt noch keine Leute essen müssen, wir sind keine Kannibalen, das können die Schweineleute nicht behaupten, aber wir können es behaupten. Und damit können wir jetzt halt, oh mein Gott, die sieht echt schrecklich aus, können wir jetzt hier die ganzen Sachen einnehmen. Aber noch nicht die Leute da unten rekrutieren, weil wir für diese Leute erst Wohnraum brauchen. Du darfst hier mal ein bisschen die Zombies töten, damit die nicht überhand nehmen. Und du darfst scouten. Nächste Day. Und da haben wir schon wieder Überlebende. Ich glaube irgendwie, dass wir die echt brauchen werden. Und deswegen will ich die jetzt halt nicht einfach so in Anführungsstrichen wegschmeißen. Weil genau das wäre es, wenn ich einfach das Gebiet einnehme.
Du darfst die dabei unterstützen. So. Next day. Er muss verteidigen. Gut gemacht, Hugo. Und du holst das zurück. Wir sind 3 Food im Nachteil. Das heißt, mit der großen Farm dürften wir wieder gleich auf sein. Gut. Das heißt, ab zum nächsten Tag. I remember you. Wir haben wieder. Butchered recognized one of them, a relative, I guess. Okay. Ja. Wir können das jetzt ignorieren. Wir können Butch fragen, was er tun will. Wir können den Zombie für Butch töten oder Butch soll ihn töten. Gut, wir fragen mal, was er haben will. Und er weiß es nicht. Das heißt, wir müssen uns entscheiden. Ja, Butch, tut mir leid, aber dann werde ich ihn einfach töten, bevor du noch zu ihm hinläufst und dich auch beißen lässt. Das kann ich nicht eingehen. So. Das Risiko kann ich nicht eingehen. So, jetzt habe ich auch einen deutschen Satz gebildet. Das Gebiet holen wir uns auch noch und dann beginnt es langsam, dass wir ein Problem haben mit unserem Holz. Aber wir können auch hier uns Holz holen. Das haben wir das letzte Mal gelernt. Deswegen ist im Moment sogar noch alles gut. Zombies abgewehrt und Gustav ist in der Stadt. Gustav zieht uns hinterher. Böser Gustav. Holen wir uns doch hier noch das da zurück. Und du machst hier ein bisschen Radau. Gut, ab zum nächsten. Der sieht echt komisch aus, aber Tool-Users. Okay, we got the zombie in the McNoodles. They seem to know how they to use tools. What? Die können arbeiten? I saw one turn a doorknob earlier today, before I took its head off and killed another one, clutching a mobile phone. Now one of them is lurching through the hall towards me with a pair of scissors. It's opening and closing them like it's trying to cut something. It's pretty unusual behavior for that. Talk to it, wir sprechen mal mit ihm und wurden dabei verletzt. Ja, super. Wir haben es probiert, aber anscheinend hat uns das nur eine Verletzung gekostet. Jetzt haben wir einen Verletzten mehr. Super gemacht. Aber gut, es hätte auch ein Rotten sein können. Wow, ich bin begeistert. Der Bugfix, der heute gekommen ist, hat einen neuen Bug reingebracht. Wenn man das anklickt, spinnt es ab und zu rum. Heute war nämlich offiziell ein Bugfix-Tag. Version 1.1.1 ist damit released worden. Aber irgendwie bis jetzt sehe ich nur einen neuen Bug darüber entstanden. Schade. Butch, du darfst jetzt halt dann Holz sammeln, weil wir ganz viel Holz von dir brauchen, ne? Also nicht dein Holz, sondern nur Holz. Dankeschön. Und dann brauche ich mehr Gebiete und mehr Häuser. So. Next day. Wenn wir da unten noch die 2 Gebiete suchen, sind wir zumindest in der Richtung schon mal safe. Das gefällt mir richtig gut. Und ich würde sagen, das machen wir auch gleich, nachdem ich mit Gustav noch um Materialien verhandelt habe. So, du tötest hier die Zombies und du nimmst das Ding da ein. Ab zum nächsten Tag. Handeln. Also, er bietet uns Toolboxes an, die sind auch nicht schlecht, aber ich werde erstmal nur Materials sammeln, da im Moment die Materials wichtiger sind. So, dann. Dann werde ich mit Yukai dieses Feld hier umbauen in ein Apartment. Und anscheinend eine Runde dieses Feld ungedefft lassen, in der Hoffnung, dass die Zombies nicht angreifen. Yep, ich hatte Glück. Ganz offensichtlich hatte ich sehr viel Glück. Und habe jetzt hier einen Verteidiger, der darf auch wirklich gleich hier am Verteidigen bleiben. Es sind alle beschäftigt, außer Yukai. Ich töte hier mal die Zombies. Ja, perfekt. Der Zombie-Angriff kommt in dem Moment, wo ich gerade hier die Verteidigung gebaut habe und damit sind wir hier auch safe. Können uns das zurückholen und einfach mal die Suburbs reclaimen. Vielleicht schließen uns sich die uns dann doch an. Ich bin mir gar nicht mal sicher. Da irgendwie sich doch einiges geändert hat in diesem Patch. So, ich brauche immer noch erstmal ein Laboratory, sonst ist das echt langsamer Fortschritt hier bloß. Aber gut, irgendwas muss ja nachteilig sein. Wir haben lauter Gräber hier. Und Zombies werden leider zu Graveyards gezogen, deshalb werde ich auch alle Friedhöfe früher oder später umbauen müssen. Ah, du musst gar nicht scouten, da wir gerade herausgefunden haben, dass hier unten ein Laboratory ist. Und damit holen wir uns das auch gleich wieder. So, der neue darf hier hin und wir nehmen weiter die Gebäude ein. Hey, wir haben einen Hund gefunden anscheinend. Perfekt. Aber wir haben ihn nicht rekrutiert, sondern er hat uns nur ein bisschen Essen gezeigt. Schade. Ja, die Überlebenden sind anscheinend doch weg. Fuck, ich dachte, ich könnte die behalten. Finde ich jetzt ein bisschen arg schade. Aber damit habe ich gerechnet. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. So, hier immer schön verteidigen. Da die Schule bitte clearen. Da das da clearen.
Und Yukai, du nimmst dann die Farm ein. Dann sind wir nämlich hier auch ein bisschen safe. Und als nächstes möchte ich dann gern die Schule haben, da ich schon wieder extrem viele Soldaten habe und extrem wenige von den anderen. Du wirst jetzt auch erstmal lieber verteidigen. Und ab zum nächsten Tag. Denn so können wir jetzt hier den Soldaten hinstellen und dann hier das restliche Zeug langsam einnehmen. Nehmen wir uns das da holen. Hier die Leute rekrutieren, beziehungsweise Yukai rekrutiert die Leute. Und meine Arbeiter, beziehungsweise meine Soldaten da unten sind sowieso noch beschäftigt. Gut, dann next day. Zwei Überlebende. Und ja, wir könnten entweder einnehmen, die sind nämlich sauer aufeinander. Aber wir sind Level 4 Leader, deshalb können wir sie überzeugen, dass sich beide uns anschließen. Jetzt haben wir eine heiße Braut dabei. Und noch einen Kerl, Chris Nordcliffe. Gut. Damit haben wir viel mehr Leute und müssen uns jetzt halt relativ schnell die Kirche holen, da die Zombies extrem schnell zunehmen. Das Gebiet ist gerade von gelb zu orange in nur ein paar Runden gewechselt. Das heißt, hier sind sehr, sehr aggressive Sachen am Werke. Wir können jetzt im Moment nur ein paar Sachen suchen, da ich wieder mal keine Materials habe. Schade. Aber muss wohl im Moment so sein. Deswegen werde ich damit leben müssen. Scavenging und du suchst. Nee, beziehungsweise du tötest hier bitte die Zombies. Gut, next day. Found Crowbar, found Schaufel und ein paar Materials. Perfekt. Richtig gutes Zeug gefunden. Richtig gut und richtig viel. So soll's sein. Das heißt, du darfst das hier zurücknehmen. Einnehmen und du nimmst das hier bitte ein. Damit ab zur nächsten Runde. Found Materials, 6 Stück und ganz, ganz viel Equip. Wir haben jetzt halt wirklich schon richtig viel Equip. Ich glaube, ich muss mich mal darum kümmern. Was? Yuka ist noch nicht glücklich, aber das können wir erst erforschen. Verdammt, dauert noch. Dann, nicht Government. Ah! Hier, okay. Yuka hat eine Schaufel, dann bekommt er einen Defense Perk Recreation. Gut, du bekommst Recreation. Das könnten wir jetzt nämlich gut brauchen. Dann bist du nämlich auch ein bisschen relaxter. So, dann haben wir noch Chris Nordcliffe. Du bekommst eine Crowbar. Und du bekommst noch eine Säge. Gut. Mehr Sägen braucht das Land. So, damit haben wir dann bald auch die Schule wieder eingenommen, beziehungsweise können die Schule gleich wieder einnehmen. Davor natürlich nach Materialien durchsuchen, da wir die auch brauchen. Batsch braucht da unten noch ein bisschen und ich werde meine Ressourcen jetzt nicht für einen Friedhof verschwenden, ne? Deswegen töten wir hier mal lieber die Zombies, bevor da noch irgendwas passiert. Und auch hier hin. So, next round. Progress Report, es geht gut vorwärts. Batsch hat hier auch das riesige Ding eingenommen, so soll es sein. Und jetzt müssen wir das McNoodles hier einnehmen. Du darfst hier Apartments bauen. Und anstatt Zombies zu töten, musst du jetzt halt hier Sachen einsammeln. Also beziehungsweise bilden. Der Verteidiger geht dann bitte hier hin. Und der Scientist darf mithelfen, das Laboratory zurückzuerobern, da das schließlich unsere beste Chance ist, hier irgendwie wieder Sachen zu bekommen. Du darfst hier noch scavengen. Und dann sind wir auch bald bereit, in der Schule alles zu holen und einzunehmen. So. Next round. Da ist immer noch ein Kämpfer. Was haben wir hier Spannendes? Ein Lagerraum. Ein Lagerraum, 50 more Food Storage. Das will ich tatsächlich jetzt relativ schnell haben. Da wir dann mehr Leute, beziehungsweise mehr Food haben können und somit mehr Sachen traden können. Found Materials, immer wieder gut. Found Materials ist mit einer der besten Nachrichten, die kommen können, glaube ich, im Moment. Dann reden wir mal mit Gustav und töten nochmal die Zombies in der Schule, damit wir die auch möglichst schnell danach einnehmen können. Gut. Next round. Trade. Wir wollen. Was wollen wir denn von dir? Wir wollen einen Hammer wollen wir von dir. Dafür willst du 22 Food. Okay, kriegst du 22 Food von uns. Und eine Toolbox wollen wir noch. 45 Food. Okay, du kriegst 45 Food von uns, weil wir gerade eh im Überfluss leben. Tada! Clever Zed, we had a successful day of reclaiming a building at the laboratory. I found a crossbow and I didn't see any Zed until the way back. 10 or 20 of them. They were mourning, shambling, bla bla bla. We picked up the ja. Wir können uns jetzt entscheiden. Entweder wir schicken nochmal jemanden zurück, dass er wieder sein
Crowbar bekommt oder wir lassen ihn liegen. Wir lassen ihn erstmal liegen, weil das wäre einfach zu gefährlich gewesen. Das wäre mir wirklich zu gefährlich gewesen, weil ich will jetzt halt nicht schon jemanden verlieren. Gustav stopped by us the senior and the bad and Mercy smart like a monkey. They steal from Gustav. They, also mit Zay, they. Keine Ahnung, wie man they mit einem Z aussprechen soll. Wherever they're coming from, they certainly are bad. Merci, whatever that means. Fragen wir mal, was die gestohlen haben. My beautiful Rebecca, he said sorrowful. 19 and 15, 8. She was practically choking on the word 60 special. Oh, you mean a car I loved. I didn't mean to cheapen the loss, but couldn't see it's how Tommy would steal a Cadillac. At any rate, he claims they did. And that they ate the guy who was washing it too. Okay. Die klauen also schon Autos. Interessant. Naja, je nachdem, auch wenn wir jetzt halt autoklauende Zombies hier haben, werde ich den Part hier beenden müssen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann mit dem nächsten Part. Danke fürs Zuhören. Lasst doch bitte ein Abo da und bis dahin, stay tuned. Ciao, Leute.